zum Grinsen. Auch in diesem Jahr hat die Mercedes-Benz-Niederlassung Reutlingen-Tübingen der Reutlinger Vesperkirche wieder 3.000 Euro gespendet. Die Vesperkirche ist auf Spenden solcher Art angewiesen, denn seit über 20 Jahren bekommen Bedürftige immer am Anfang des Jahres 4 Wochen lang kostengünstig, seit 2018 sogar kostenlos, eine warme Mittagsmahlzeit. Der Pfarrer der Nikolaikirche, in der die Vesperkirche stattfindet, Jörg Mutschler, hat sich sichtlich über die großzügige Spende gefreut. Alle gucken auf Leister, da